Ja, hallo, Norbert. Hey, Norbert, rate mal, wer dran ist. Lass mich raten. Fett, hässlich und ohne Anstand. Hey, Digga, nicht frech werden, ja? Ansonsten komme ich rüber und trete dir in deinen faulen deutschen Arsch. Schon gut, schon gut. Freue mich auch, von dir zu hören, Yilmaz, mein Lieber. Schwuchtel! Oh Mann, wie spät ist es eigentlich? Was willst du in aller Herrgottsfrüh von mir, verdammt? Du gottloser Bastard, Norbert. Ich rufe an, weil du um die Hand meiner Schwester anhalten wirst. Ich sehe euch nicht länger zu. Selin muss heiraten und das Haus verlassen. Und da du ihr Freund bist, wirst du sie heiraten. Sag mal, hast du gesoffen oder was? Wir sind Moslems, du Trottel. Wir trinken nicht, essen kein Schweinefleisch und führen ein anständiges Leben. Verstehst du? Ja? Egal, du wirst deine Bude auf Vordermann bringen, denn ich komme heute Abend mit meiner Familie vorbei. Und dann machen wir Heirat fertig. Ja, aber sollte ich nicht besser bei euch? Nix aber. Du kochst heute Abend für uns. Wir kommen um 8. Und bei Allah, bau dieses Mal keinen Scheiß. Evelyn, Evelyn! Evelyn. Scheiß Ausländer. Müssen die immer alles ins Extrem treiben? Anne, Baba. Hazır oğlum, düğün yapacağız. Ne? Düğün mü? Ay... Yoksa kız kardeşini en sonunda koca buldun mu? Evet. Her şeyi ayarladım. Bu akşam damatla tanışacaksınız. Bizi evine yemeğe davet ediyor. Tam geleneklerimize göre. Alman olmasına rağmen her şeyi iyi düşünmüş. Ne? Alman mı? Müslüman değil mi? Evet. Alman. Müslüman değil. Ama aynı bizler gibi yaşıyor. Cidden çok iyi bir insan. Bir yere gitmem ben. O gelecek buraya seninle benden istemiyor oğlum. Evden dışarı adım atmam vallahi ben. O kadar. Werte mein Kamerad und das. Dein lieber Bruder Yilmaz. Oh, nein. Nicht schon wieder. Wenn der merkt, dass ich nicht... Scheiß drauf. Er will, dass wir heiraten. Was? Heiraten? Mhm. Na endlich, Norbert. Dann sind wir diesen Idioten los, ein für alle Mal. So ist es. Und er kommt noch heute Abend mit deiner Family vorbei, um über die Einzelheiten zu sprechen. Was? Heute Abend? Hierher? Norbert, das geht auf keinen Fall. Mein Vater, das schaffen wir niemals bis heute Abend. Vertrau mir. Ich habe die perfekte Anatolen-Wohlfühlnummer im Kopf. Du packst dich jetzt zusammen und gehst nach Hause. Yilmaz wird wahrscheinlich schon überall nach dir suchen. Norbert, versau's nicht, ja? Was für ein Morgen. Ja, siehst du, wenn ihr den mi edeceksiniz ya? Nur halime bak ya. Şekerim. Tabii ki bu gencin davetini kabul edeceğiz. Ve yemeğe gideceğiz. Hı? Kesinlikle. Asla olmaz. Katiyen olmaz. Lan. Was ist das hier? Ich glaube, ich verstehe nicht. Klasse, oder? Hat mir ein Kumpel besorgt. Deine Eltern stehen darauf einheimischen Stil. Stil? Du Trottel. Hier sieht es aus wie in einem persischen Bordell. Los jetzt. Wir setzen uns. Hadi, hadi, oturun. Bakalım bize Norbert ne sürprizler hazırlamış. Norbert, hast du denn nichts vergessen? Wo bleibt das Essen? Mit leerem Magen kann keine Hochzeit fertig gemacht werden. Oh, ja. Entschuldigung.
Das Rezept habe ich von meiner Großmutter. Das wird Ihnen schmecken.